Kamera läuft. Holger Niestert hier bei mir. Erste Mal vor der Heimspiel-Online-Kamera. Nett, dass du das machst, vor allem nach so einem Spiel. Bitteschön. Ihr habt heute echt eine Klatsche kassiert, muss man sagen, gegen Techte. Und wenig Gegenwehr gezeigt. Ja, es ist richtig. Wir haben eine scheiß Trainingswoche gehabt. Und das spiegelt sich bei uns immer relativ deutlich in den Spielen wieder am Wochenende, die wir dann absolvieren haben. Und so war es auch heute, sag ich, mit 11 Toren oder 12 Toren haben wir verloren. Auch verdient verloren. Und wir haben nie ins Spiel richtig reingefunden. Und wie gesagt, wir haben nur einmal trainiert die Woche. Und viele sind krank und das spiegelt sich natürlich in so einem Spiel wieder. Ja. Techt hat allerdings auch eine super Performance hingelegt, muss man sagen. Ich hatte fast den Eindruck, nach 3 Minuten ist euch die Kinnlade auf den Boden gefallen und da liegen geblieben, 60 Minuten lang. Ja, ist natürlich richtig, sag ich mal. Trotz der schlechten Trainingswoche ist das keine Entschuldigung. Wir haben uns natürlich auch schlecht präsentiert heute, das muss man auch sagen. Und wir haben auch, wie gesagt, verdient in dieser Höhe verloren und wir sind nie richtig ins Spiel gekommen. Wir haben hinten nicht richtig verschoben, sag ich mal. Nie 1 gegen 1 reingefunden und nie Körperspannung gehabt. Und vorne im Angriff haben die Angriffe nicht vernünftig durchgespielt und überhaupt keine Gegenwehr geleistet. Und dadurch kommt natürlich dann Ergebnis zustande. Ja. Hab allerdings auch nie gesehen, dass ihr mal in der Abwehr von was anderes versucht habt, mal jemanden hochzunehmen. Der Erpenbeck hat da gezaubert, wie er wollte. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir ihn kurz genommen hätten, sag ich mal, wären wir so offen gewesen. Haben wir schon ein paar Mal probiert in der Saison. Und das ist jetzt nicht die Lösung gewesen. Okay. Ja, nichtsdestotrotz, wir auf der Tribüne waren begeistert. Hat uns jedenfalls Spaß gemacht. Gute Heimreise wünsche ich euch und viel Erfolg beim nächsten Mal. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön.